Oh shit. Das geht nicht so. Ja, wenn du einmal draußen warst und die Reifen dreckig sind, dann ist schwierig. Ich habe halt immer noch einen kaputten Flügel. Ja, kann mein Flügel nicht wechseln. Alonso, ich bin hier. Alonso, danke. Ach, du bist jetzt Alonso, bei Alonso macht normalerweise nie Platz. Ihr seid bei Alonso, dann bin ich der Nächste, den ihr überrundet. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fahre gerade richtig grottig schlecht. Aber die beste Runde hast du gesagt. Du kriegst einen Eintrag in der ewigen Statistik. Gott sei Dank da, ey. Das wird wieder so ein Start. Oh, so ein Fotofinish hier. Zwischen mir und den Red Bulls. Hier. Darok, ja? Du hast früher bestimmt auch in meiner Schule viele Einträge bekommen. Nein. Echt nicht? Nee, ist direkt nicht rausgeflogen. Ich bin ja. Ich musste direkt die Schule wechseln. Nee, ich habe einen Einträge gekriegt. Ich habe voll viele bekommen wegen irgendeinem Bullshit. Ja, das Problem ist, wir hatten einen Lehrer, der auch so viel Bullshit macht. Ich habe, glaube ich, bloß einmal einen Eintrag bekommen, weil ich, glaube ich, Weil du zu oft Eiche gefragt hast. Nee, weil ich 6 Wochen den Sportunterricht geschwänzt habe. Den besten Unterricht geschwänzt. Ah. Ey, das kann ich überhaupt nicht. Ich habe ein ganzes Jahr keinen Sport mitgemacht, habe 2 bekommen. Das hat man nicht gesehen, ne? Übrigens gar nicht. Ganz leicht verbrannt. Ach, das sind ja die Red Bulls schon da drüben. Ja, es kann sein, dass ich gerade irgendwie gefühlt 8 Sekunden verloren habe. Sie hatten einen kleinen Zwischenfall, würde ich mal sagen. Ich habe vor, mich nicht mehr auf Battles einzulassen. Alonso! Alonso! Jetzt wurde ich zurückgesetzt! Ja, sicher, Junge! Was passiert? Ja, das ist diese scheiß Stelle. Weil Alonso da vor mir war. Ach so, meintest du das? Ah, okay, das habe ich noch nie gesehen. Der fährt mit Rückblenden! Strafe! Ja, hätte ich lieber gehabt, dann hätte ich wieder wenigstens Tempo 200 gehabt. So hätte ich Tempo 0. Das ist echt heftig. Das ist aber geil. Da musst du nicht aufpassen, dass die Reifen durchdrehen. Ja, toll, da glaube ich. Also nur weil du zu weit links warst? Verloren. Das nur wegen diesem blöden Alonso. Bitte? Also nur weil du zu weit links warst, oder was? Ja, weil ich eigentlich Alonso vorbei wollte. Denunziert den mal! Welcome to Civilization! Ich hab gesagt... Ja, disqualifizieren gesagt. Ja. Also irgendein Red Bull fährt da gerade eine ziemliche Grütze zusammen. Ja. Das bin ich. Achso, ich bin da kein Sinn. Hab's egal, trotzdem. Alles ich hab's auch noch live gesehen. Also ich gefühlt fahre ich gerade nach dem Anfangsfährt. Ich sagen, das war's mit dem Podium. Hülkenberg. Was ist denn mit dieser KI hier? Nassere oder Nassere? Ja, der macht nicht Platz, der bleibt stur auf seiner Ideallinie. Kenn ich. Frag mal den Alonso und den Hülkenberg. Jetzt muss ich hier wieder mit so einem Scheißmanöver vorbeigehen und verbremse ich hier wieder gleich irre. Stehe bleiben, Nassere! Danke. Ich bin immer sehr vorsichtig angefahren. Das waren 3% Punkte. Da bin ich quasi im Drift darum. Ja, man kann dann auch sich nochmal so drehen, dass man quer vor der Wand steht. An der Stelle. Das könnte man sich zurücksetzen lassen. Das können aber nur die ganz guten. Das bringst du als normal und nicht hin. Da musst du ABS ausmachen. Fergus Last Defense, ich fahre mit ABS. Nee, ohne. 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 Leuchtet wieder mein Controller auf. Ich hab Angst, dass der gleich ausgeht. Macht das wäre jetzt nochmal die Krönung. Macht nichts. Entweder der Controller kriegt aus oder geht aus oder kriegst du einen Platten. Irgendwas. Ja, von meinen Podiumsträumen habe ich mich ja schon wieder verabschiedet, weil ich denke, dass ich echt die Scheiße gebaut habe. Ja, vermutlich wirst du gleich nochmal auf Soft fahren, wie ich dich kenne. Hab ich nicht vor. Für die schnellen Runden. Ja. Ja, nee, weil seine Reifen so lang halten. Nee, ich hab nicht vor, auf Soft zu fahren. Ich bin jetzt 3 Runden mit den Hard gefahren. Ich hab 13. Müsste hochgerechnet hinkommen. Willst du zu Ende fahren damit schon? Ja, natürlich. Alter. Hülkenberg, ey! So, Mergorix, du suchst ja ein weiteres Mal an Alonso. Ja. Ich habe jetzt. Ich glaube, die Stelle ist besser als so, wie sie schon mal hatten. Es sei denn, ich verbremse mich wieder gleich. Jetzt wieder sogar ziemlich langsam, ja. Die Frage aber dafür muss man diese Kurve so scheiße anfahren. Die Frage ist, fährt Mono nochmal an die Box? Wird er wohl müssen. Ey, hier trifft Mono muss auf jeden Fall an die Box.
Hier drifte ich extrem in der Kurve. Weil das bergauf bremsen, das ist nicht mein Ding. Bergauf anfahren ist nicht mein Ding. Nee, das Fahren alleine ist nicht mit 20 km/h gefühlt. Bremsen sich gerade. Du musst dann nicht die Box. Ja, bergauf bremsen und bergab Gas geben, ne? Viel Gas geben. Viel Gas. Das ist wichtig, dass man viel Gas gibt. Das stimmt. Noch fährt Nergo nicht an die Box. Nein, natürlich Mona nicht. Auch. Nee, aber Sepp fährt an die Box. Das ist gut. Sepp fährt eine 3-Stopp, stimmt, hat er gesagt. Ich kann keine Standardstrategie mehr fahren. Wie viel Prozent waren denn da noch Reifen jetzt? Wurde. Beziehungsweise ich habe abgeschoben. Meine? Bitte? Ja, von Sepp meinte ich die Reifen. Wie weit waren die schon runter? 70. Ah, okay. Weil das wird echt wieder so ein Zielsprint. Machst du jetzt so einen Zwischensprint? Wie viel hast du, bei welcher Runde hast du gewechselt? Bei Runde, wann war das denn? 12. Das war echt knapp. Boah. Sagen wir so. Ich habe jetzt 17. Das wird sehr knapp, also ich würde sagen, fahr safe, also wirklich safe. Ja, aber meinst du, warum ich gesagt habe, sag, wenn du vorbei willst, ich mach Platz? Ich werde jetzt nicht auf Angriff fahren, wenn ich nicht muss. Also wenn ich nicht muss, will ich auch nicht mehr in die Box. Ja, weil das ja klar ist. Ja, jetzt solltest du auf jeden Fall. Jetzt kommst du auf alle Fälle. Das ist jetzt übrigens Stopp Nummer 2. Gewesen. Ja, dass du nochmal in die Box musst, ist ja klar. Stimmt, weil das ja klar ist. Der erste Boxenstopp übrigens in Runde 2. Ja, aber wenn du danach ja zweimal so hart fährst, oder fährst du jetzt Medium? Ich fahr jetzt hart. Ja, dann... Ich hab DRS? Wie genau? Also ich werde gleich nochmal... Ja, vielleicht kann ich so lange ziehen, dass ich gleich nochmal Medium fahren kann. Sieben Runden sollten die halten, oder? Ich würde es bei dir jetzt nicht irgendwie sagen... Ja, ich hab jetzt 52% nach 13 Runden auf dem Du bist ja mit den Startreifen auch locker bis Runde 7 gefahren. Ja, eben. Und jetzt kriegst du ja frische. Also sieben Runden kriegst du auf jeden Fall hin. Das Auto ist leichter. Konrad, ich weiß nicht, ob das durch geht. Konrad? Bleib außen. Okay. Danke. Frage ist halt, wenn ich halt auf hart gehen müsste, dann müsste ich jetzt halt rein, weil sonst fahre ich diese Reifen stärker ab als die nächsten. Ja, genau. Das stimmt. Dieses Anbremsen im Berg hoch, das ist echt für'n Arsch, ey. Ich hab halt auch noch... Keine der einzige Nachteil, den ich hier noch habe, ist, ich habe einen kaputten Flügel. Immer. Wenn ich den gewechselt hätte, dann wäre es sowieso dass vorbei gewesen. Boxenstopp. Nein. Boah, wie der hier nicht auf Geschwindigkeit kommt. Und schon wieder 3 Sekunden, alles klar. Was für ein Hast du schon gesammelt? Ich komme außerdem bei der Hahn an, probier das mal raus. Bei den Schikanen meinst du, oder? Ja, er meint ja bei der Schikane. Wer ist denn da in der Box? Ich. Wer ist ich? Conrad. Conrad. Dich egal. Eine der anderen halt. Wer ist denn da in der Box? Achso, überrundet. Eriksson! Der hat meine Alter, bleib da stehen einfach! Und dann Eriksson fährt er ganz normal weiter. Du kannst aber da auch nicht vorbeifahren, ohne irgendwo abzufahren. Ja, aber der muss ja auch, also er wurde ja auf einmal irre langsam, weil er blaue Flaggen hatte. Aber das muss er mir doch irgendwie ankündigen. So Handzeichen oder so. Ja. Ja, du kennst doch den Fahrer. Halt! Ich bin in der Box gekommen in der ersten Kurve. Das ist auch extrem angenehm gewesen. Alles gut. Unsere erste Kurve ich überrunden jetzt ist auch echt Box. Eklig, wenn die da aus der Box kommen. Müsstest jetzt mit Mediums durchfahren können, oder? Probiert aus.
Die Frage ist halt, ob ich noch eine Runde fahre, aber jetzt habe ich doch schon 64% auf dem einen Reifen. Oh fuck. Was normalerweise gehen würde, aber nach Malaysia. Naja, also komm, bis 70 kannst du doch nochmal was locker hochfahren. Ja, habe ich auch gedacht. Aber ich weiß nicht, wie viel ich in Malaysia hatte. Wie sind die USA eigentlich mit Reifenverschleiß? Glaube wenig. Great again. Glaube wenig. Also bei dem 25%-Rennen, was ich vorhin gemacht habe. Ja, bei dem 25%-Rennen. Ist ja egal. Ja, wir fahren auf jeden Fall super soft und soft. Boah, bin ich hier die ganze Zeit am allerdings keine Ultrasoft. Auf dem Stuhl. Aber das heißt ja normalerweise, dass es nicht viel ist. Wo kam denn der Ultrasound jetzt her? Aus dem Off? Nein, wenn Leute unter die Brücke kommen. Du bist gerade über die Brücke gefahren wahrscheinlich. Genau. Da sind Leute entstehen. Unter der Brücke gewesen. Nee, ich war in Stadtziel, da ist keine Brücke. Ja. Vielleicht in der Boxengasse? Du warst nicht Stadtziel. Ja, die alte Stadtziel. Nee. Du warst genau beim Tunnel. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt da in der S-Kurve. Ja, 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 du warst ja hinter mir. Wir sind ja quasi gleich auf. Ja, ich meine, vom Vorsprung her sieht's mit der. Ja, aber ich bin jetzt gleich in die Box, du bist gleich vor mir, keine Angst. Zumal ich was, obwohl die Strecke, obwohl die Runde richtig scheiße war, habe ich nur ganz knapp die Bestzeit verpasst. Wie hier bremsen. Ja, ist ja Beschwerde. Ja, ich hab's ja verpasst, das ist das Problem, warum ich mich beschwere. Eriksen, nein. Gut. Boah, wie die hier einfach stehen bleiben. Aber ja, und dann Platz sind vernünftig. Die Ideallinie geben sie ja nicht frei. Sie bleiben einfach auf der Ideallinie stehen. Ja, dann müssten sie ja wegfahren. Das können die. Nee, das ist aber so wie du gefahren bist. Das soll die Ideallinie sein eigentlich. Ja, aber er war auf dem auf der Idiotenlinie ist er schon gefahren. Also er hat ein bisschen Platz gemacht. Ideal. Aber hat er da. Ja, es ist halt genau so, dass du durchkommst. Hey, warum will er denn jetzt meine Strategie ändern? Ich will doch jetzt in die Box. Achso, meine alte Strategie war, ich bin schon vor zwei Runden in die Box gegangen. Ja, das. Das ist ein Argument. Och nein. Na. Schnell. Was machst du da gerade? Du boxst doch am Auto und boxst doch am Controller. Ach so, okay. Jo, blaue Flagge. Du bist aber da lange Scheiße. Gestanden. Was ist denn da los? Okay, ich muss die alten Dingens wieder einmachen. Das geht nicht. Ich komme nicht schnell genug dran. Die kleben. Meine Hände sind zu schwitzig. Was wolltest du da gerade machen? Nee, wie kannst du nicht rumwechseln? Oh, fuck. Ach so. Jürgen, was machst du da? Oh. Was war das jetzt für eine Aktion? Jetzt ich durfte mal voll in die Eisen gehen. Brems geben heißt das. Alter! Fährt er von der Strecke ab und fliegt er direkt vor mir wieder auf die Strecke drauf. Ich hoffe, die reicht mir bekannt vor. Mono kämpft wieder mit den blauen Flaggen. Oh ja. Das hat ein gewisser Sepp in Malaysia bei mir auch gemacht. Der blöde Quert hier. Quert? Der Quert, der Quert. Wie nah. Sie wird schon an mit der Quert, der Quert so komisch. Ja, das war's ja im Podium. Das werde ich nicht halten können. Aber Sepp muss im Zweifel nochmal an die Box. Ja, wenn er das muss, dann ist gut für mich. Aber das glaube ich nicht, weil er fährt auf harten und ist in Runde 17 gewechselt. Das reicht auf jeden Fall. Ich habe in Runde 12 gewechselt. Ja, eben. Also 10 Runden halt. Also ich habe die ja 12 Runden. Ey, Gurix, bist du das bekommen. Vor mir? Ja. Ja. Er war an der Box gerade. Massa, die blauen Flaggen heißen irgendwann, ne? Das ist Bescheid. Was denn? Ich muss in der Highspeed-Kurve bremsen, weil Massa und Wehrlein zur zweiten Strecke zumachen. Weil das ja klar ist. Jetzt habe ich mich verbremst hier, geil. Ich sehe es irgendwie schon kommen, dass gleich die Batterien halt aus sind. Jo. Ist genau. Ist ja quasi der so der Fahrer vor mir wird vermutlich noch 3 Stopps einlegen. Ja, natürlich. Ich sag mal, Wehrlein, geht's hier. Noch? Ich hab dich überrundet, jetzt fährst du wieder an mir vorbei, dass du mich jetzt wieder aufhältst. Ich weiß schon, warum du keinen Vertrag mehr kriegst. Hatte nicht. Ja, angeht. Also zumindest nur bei so einem Luschenteam. Welches ist ja, das Schlimmste, der da gibt hier. Masepio. Masepio gibt's doch gar nicht. Ohne Spaß, ey. Oder ja, der ist doch bei Männer wieder? Gefahren. Warst du da denn noch viel schlechteren Vertrag? Wehrlein oder was? Ja. Ja, Wehrlein bleibt bei Männer, weil ihm Ocon das Cockpit bei. Aber wie wir hier sehen, kann der einfach. Dings, ich weiß nicht, bei wem weggeschnappt hat. Alter!
Alter, war da überholt jetzt. Jetzt fährt das Blutwerk mir vorbei. Aus Kunden. Da habe ich viel Zeit auf dem Mund verloren. Dank Wehrlein. Nevi kommt ran. Wobei wir kommen auch an Zahlrock ran, aber das wird dir nichts bringen. Gib immer zu spät Gas. Ja, und ich habe immer Palma vor mir. Immer vor allem. Das kannst du rennen schon. Aber meine Box sagt auch, Mono macht noch 3 Stoß. Ja, das stimmt auch. Immer noch die berühmte 7-Stopp-Strategie. Ha, ich kann aber ein bisschen mehr Fett finden, das ist gut. Aber es wird trotzdem nicht reichen. Apropos Fett. Wir raten dir auf, Mission 2 umzustellen. Ich hab gerade erst auf 3 gestellt. Apfelringe! Ach, Boxenstopp. Hast du richtig was verloren in der Kurve? Ja, ABS, ne? Ja, ABS hat verloren. Das ist aus. Ja, das hat 2 Sekunden schneller sein, gefahren als ich. Ohne Flügel ist er ja noch schlimmer. Du brauchst dich nicht beschweren, du bist mit einem Stop durchgekommen. Ich bin doch überhaupt nicht durchgekommen. Ja, aber ich nehme an, dass du jetzt so viel Zeit retten musst. Wie viel Prozent hast du denn jetzt? 44. Ja, easy. Weit rausgekommen, jetzt habe ich halt 45. Eriksson, misch dich doch nicht in unseren Kampf hier ein. Sag mal, diese Kurve am Berg hoch, ne? Können wir die wieder abschaffen? Können wir die hier woanders hinlegen? Ja, und ich sag's jetzt nochmal, fahr die mal ohne ABS. Kann das jetzt bitte noch jemand hier von rennen? Airbox Community alles zusammenschneiden und Airbox sagt ja ABS. Welche Community? Ich jetzt noch 4 Rennen sagen. Das macht er erst seit Malaysia so extrem, oder? Nee, vorher seitdem ich herausgefunden habe, dass ihr alle ohne fahrt, also mit. Was wir am Anfang angekündigt haben. Ihr habt am Anfang angekündigt, jeder kann machen, was er will. Ich habe extra nachgefragt, dass ich eingestiegen bin. Abgesprochen, außer du. Du wolltest dich ja nicht damit abfinden. Ja, ich bin so, habe ich für 3 Sekunden verloren wegen Button. Wenn ich jetzt jeweils fahre, fahre ich immer ohne ABS. Das ist was für Anfänger. Kann man ja gleich Bremshilfe aktivieren. Ja, und Mono fährt doch durch. Da ist Mono gezippt. Ja, wenn es hinhaut. Eigentlich wollte ich noch einen Stop machen, aber du angekündigt hast, dass du keinen mehr machst, muss ich durchfahren. Also ich fahre die Kurve normal, Sebi. Ich lasse dir Platz, aber ich fahre sie. Und da hattest du nicht so richtig... Ja, also... Das war auch ganz schön tollkühn. Mit ja, wir müssen erstmal danach in die Rennkommission, ja? Erstmal diesen Vorfall angucken. Wer allein. Ist auf jeden Fall ein spannender Wettkampf. Nur wer allein will das Ganze beeinflussen. Der Rennen ist einfach stehen geblieben. Ja, sah super aus. Ist aber kein Grund, die Kurve gar nicht zu fahren, Herr Gorix. Der macht doch überhaupt nicht Platz. Jetzt hast du gerade das 7 in die Achse. Aber jetzt hat er den Abgang gemacht. Ja, das war auch, Sepp hat ihn leicht touchiert. Ja, Sepp hat ihn voll rausgehauen. Ja, wenn das jetzt die letzte Runde wäre, dann würde ich sagen, ich kann es vielleicht über die Zeit retten, aber... Aber kurz oder lang wird es halt an mir vorbeigehen. Fährt halt einfach schneller. Aber er driftet auch gut. Das ist die Krux am Formel 1 fahren. Aber da bin ich zum Beispiel auch schon wer gut driftet, gestanden. Der gewinnt. Sepp hat einen Timeout. Das war wirklich Sepp. Ja, natürlich, habe ich doch angekündigt. Spätestens nachdem er unterm Schreien aufgehört hat zu reden, hat er gewusst. Ah, sehr schön. Vielleicht ist er deswegen gerade so gedriftet. Das ist auf jeden Fall deutlich weiter weg. Naja, er verliert auch deutlich. Aber er fährt noch selber, ne? Ist nicht irgendwie, dass die KI jetzt für ihn fährt. Das können wir dir natürlich sofort sagen. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen, aber... Wir haben doch jemanden, der zuschaut, deshalb. Ja. Da steht ein groß AI dran. Also das sieht man schon. Das ist der Bonjour-Mann. Nein, nicht Alien Invasion, sondern künstliche Intelligenz.
ich aber jetzt gerade nicht gesehen. Ne? Noch steht normal. Ja, ja, er fährt schon selber, sonst wäre er auch langsamer unterwegs. Jetzt bin ich hinter Pferd. Aber ja, ich sehe schon kaum. Ich halte es bis zur letzten Runde vor ihm und dann gehen meine Batterien aus. Oder du kriegst einen Platz. Das glaube ich nicht. 32%. Das war ziemlich schlecht von mir. Ja, jetzt hängt er auch wieder sehr nah dran. Ja. Der Fahrer hinter mir geht aber der Sprit aus. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Naja, gut, es sind noch zwei Runden. Also kann ja sein, wenn er jetzt bei genau plus 0 steht. Ich fahre wirklich ins Endzeitpunkt über diesen Tunnel. Dann behaupten wir schon gerne mal. Ja, ja. Hi Sepp. Hallo. Hallo. Schwitzen. Ja. Wie ihr das immer schafft, trotz Fahren dann noch irgendwie da rauszuklicken. Oder werdet ihr automatisch wieder hinzugefügt? Ja, automatisch wieder hinzugefügt. Okay. Nice. Da. Ja, jetzt werden es noch spannende zwei Runden. Oh, da kann ich nicht angreifen. Ich bin Kampflinie gefahren. Was ist denn Kampflinie? Ich bin nach innen gegangen, weil er sonst mich nach außen hätte gedrängt. Wird dir im Blutrot angezeigt, die Kampflinie? Ist das ein Totenkopf drauf? Nee, die Strecke wird rot. Da ist ein Schwert drauf. Nee, das ist die Duelllinie. Nee, da, die Duelllinie, da sind zwei Schwerter drauf. So. Die normale Kampflinie, da ist nur eins drauf. Oder eine Faust, eins von beiden. Oder Trump. Wobei, die Punchline ist schon die mit der Faust. Ja, ne, Gorix, wie machen wir das jetzt am blödsten? Gar nicht. Ja. Du willst am liebsten natürlich vorne bleiben. Ja, es klappt mit Gorix, wäre am liebsten gar nichts. Also mit einem fairen Überholmanöver ist alles in Ordnung. Das musst du halt irgendwie hinbekommen. Leute, dann willst du das doch nur fair verteidigen. Ja, mach ich. Aber ich darf trotzdem Kampflinie fahren. Ich darf nur nicht wechseln. Oh, das war schlecht. Oh. Also Zahlung, ich habe 77% auf meinem Reifen. Aber ich muss gleich die Kurve, ne? Ja, ich und hoffe, dass der hält. 78%? Das bringt mir nichts. Wenn er Platz doch. Weit weg. Oh, der ist fair. Oh, da. Was war das? Nein, war das war nicht fair. Das war scheiße, weil. Ich hätte dich übrigens auch abgeräumt, hättest du nicht oh shit gerufen. Weil ich bin dann so vorsichtig gefahren, das war übrigens jetzt sehr fair von dir. Ich bin richtig scheiße weggerutscht irgendwie, ich weiß nicht warum. Also ich habe nach links gerechnet, ich habe nach links gelenkt und bin nach rechts weggerutscht. Ja, du warst ein bisschen sehr schnell an der Stelle noch. Das war noch vor dem, bevor die Linie auch nur orange geworden ist. Achso, hätte ich mir meinen Flügel nicht abgefahren, hätte ich noch eine Chance gehabt. Oh, jetzt bin ich ausgeflogen. Nein. Okay. Jetzt kommt hier nochmal ein scheiß überrundeter Fiat. Nein. Kannst du dich nicht einfach in Luft auflösen? Ey, Motto, pass auf, der hinter, der versucht dich gleich zu überholen, der hat schon ausgeschirrt. Ob Quiert jetzt das entscheidende Hindernis wird? Oh, so nah wie Sepp hier an mir dran ist. Richtig, ja, aber du bist ja die Runde. Oh. Du bist ja nur noch die Runde. Oh, oh Gott, gibt's doch nicht, wie die hier reinfährt, die KI. Heftig. Das habe ich mir bei dir aber auch gerade so gedacht. Du bist richtig reingeschert in deine Linie. Nergorix fährt aber auch Schlangenlinien. Der Controller, da. Hat Zarok mich noch gekriegt, aber. Boah, der ist noch nicht vorbei. Nee, ja, das ist echt. Das ist noch nicht vorbei. Da war der Quersteher. Nein. Das hätte ich nicht gedacht, dass du ich da hab noch... Ich habe nicht zugemacht! Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Ich wollte dich aber auch auf keinen Fall treffen und bin deswegen extra so ein bisschen in übers Gras gefahren. Das gibt's doch nicht. Victory! 84% bei meinen Reifen. Alter! 67 oder so. Jetzt sag nicht die Haas... Ach, ne? Die Haas haben es wieder mal gemacht. Sepp ist dritter! Ja, ja, zeig gleich. Ja, ich bin die letzte Runde so scheiße gefahren. Die Löffelkurve hat's gerissen. Ja, aber ihr müsst, glaube ich, parallel überholt worden sein. Das war Österreich 2.0. Nur noch spannender. Ja, ich hätte da die Linie enger halten müssen. Das war ja meine Kurve. Hätte ich das früher halten können. Ein bisschen zu früh gebremst, hätte der Mono noch vorbeigezogen.
Also wenn ich hier jetzt zugemacht hätte, wo Hamilton gerade ist. Oh, Alter. Weil es war ja meine Kurve. Ich bin einmal in den Strafen, beziehungsweise in die Vorfälle drin. Ich bin schon in den Aber naja, es war schon verdient, denn Sebi ist ja immerhin am Anfang direkt Alter Mono, geht's? Ja, das war ein richtig gutes Match. Kriegst du sogar in die Kamera einen Daumen hoch von mir. Ich bin die letzte Runde, bin ich 1:47:7 gefahren. Ich habe die letzte Runde halt richtig hart verpasst. Aber die Einstellung konnte ich leider nicht machen. Ich musste. Mir blieb nichts anderes übrig. Wenn ich keine Einstellung probiert hätte, wäre ich nie mehr rangekommen. Aber guck mal, German hat einen Nullstopp. Ja. German, was ist bei dir eigentlich passiert? Werden wir das auch nochmal sehen? So, neue Batterien. Ja, es ist nichts Besonderes gewesen. Wie gesagt, ich bin erst auf den Rasen gekommen, dann bin ich halt hin und her geschleudert und hatte auch nicht dabei schon einen Platten. Ich habe angeblich eine Kollision mit Palmer verursacht. Toll. Dieses Rennen. Ja, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Das war Japan. Das Pariando ist ja rausgeflogen. Die Saison ist vorbei. Der ist mir kurz gewesen sein. Spannend. Mit viel Chaos. Die Red Bull haben da einiges angestellt. Ich habe nichts gemacht. Nee, du hast nichts gemacht. Aber ich habe auch nichts gemacht. Da kann ja jeder sagen. Naja, Nergorix hat ja ein schönes, spannendes Duell mit mir noch am Ende gehabt. Das stimmt, dann kann man sagen. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal sehen wir uns in America. Fuck yeah. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.